Your smile is shining in my face. It showed me going a new way. And now I'm mentally confident that the word I said is the word I give. And that you feel a gap of emptiness is the word you said and the word you give. The word I give, and that you feel a gap of emptiness is the word you said and the word you give. So, ich bin jetzt bei Donovan. Du bist auch Gesangslehrer hier an der Musikschule. Und wenn ich mir dich so angucke, ich glaube, du kannst aus mir einen Rockstar machen. Ich gebe mein Bestes. Wir fangen erstmal an mit ein paar Körbeübungen, um uns warm zu machen. Jetzt auf der Stelle tippeln. Super. Jetzt sag, jetzt wollen wir in unseren Mund sehen, unseren Kiefer. Sag mal das Wort Smear. Smear. Nein. Nein. Smear. Smear. Super. Jetzt mit der Zunge die Zähne putzen. Einmal rundherum. Dann können wir gleich mal den Impuls checken, der die Stimme trägt, sozusagen. Den Atemimpuls. Nimmst eine Hand auf den Bauch und machst mal so ein Seufzerchen. Super, das kam sehr überzeugend. Okay, jetzt gehen wir zum Blindenflattern. Warum eigentlich das Lippenflattern? Also was hat das jetzt mit dem Singen zu tun? So flattern die Lippen doch nie, wenn man singt, oder? Durch das Flattern bringen wir unsere Stimmbänder in eine gleichmäßige Schwingung. Das entspannt im Prinzip alles. Das Schwingen der Lippen überträgt sich auf die Stimmbänder und macht es dann locker. Richtig. Und wieder was dazugelernt. Aber weißt du, was ich sofort merke? Das kostet ganz schön viel Überwindung, einfach mal so aus dem Steh zu singen. Ich finde, das ist ganz schön, merke ich, richtig aufgeregt. Mhm. Geht es allen so oder ist es nur bei mir? Nee, das ist ganz oft so. Ich meine, weil das Instrument ist einem total nah natürlich. Ne? Wenn man singt, ist es ganz anders, als wenn man spricht. Das machen wir ja jeden Tag und wir tauschen Informationen aus und so. Und man kennt die eigene Stimme vom Sprechen, aber Singen ist was ganz anderes. Weil es ist viel dichter am Herzen dran, an dem, was du empfindest. Man hört sich natürlich selber und denkt, wie klingt das denn? Und bin ich das? Oder so, man bewertet sich ganz schnell, ja. Und vergleicht mit dem, was man hört, von diesen perfekten Aufnahmen, die man irgendwie The Voice of Germany oder aus dem Fernsehen oder aus dem Radio kennt. Und vergisst dabei, dass da eine Menge dahinter steckt. Okay, jetzt bringen wir einen Text dazu. Und zwar ein Text, der im Prinzip das sagt, was wir hoffentlich gerade denken. I love to sing, 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 I love to sing. Wow! Aber du, eine Sache möchte ich mal sagen. Ich wundere mich ja immer, solche Rockstars oder eben Popstars oder so, ne? Die klingen irgendwie so rauchig, rotzig, also irgendwie, die klingen irgendwie cooler, als egal, was ich mache, die mir auf den Kopf stellen, es klingt nie so cool wie du. Ich finde auch deine Stimme klingt mega cool. Was ist das Geheimnis? Was ist der Trick? Was ist der Zauber? Oh, ganz, ganz viel üben. Fast jeden Tag üben und nicht aufgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Berg- und Talfahrt. Du darfst bloß nie aufgeben. Und sag mal, so eine Gesangsausbildung, läuft die immer gleich ab oder wie darf man sich das vorstellen? Eine Stimme hat ja jeder im Prinzip schon, ja, mit der er täglich spricht und so. Und das ist
Also das heißt, jeder fängt woanders an, aber die Stimme ist ja schon da. Es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, oh, ich möchte so gerne die Popsongs singen, die ich einfach im Radio höre und die ich super finde. Und es gibt Leute, die wollen sich auf ein Studium vorbereiten. Es gibt Leute, die wissen noch gar nicht, was es alles gibt. Und dann versuche ich das stilistisch sehr, sehr vielfältig zu halten. Ey, das Ding ist total spannend und aufregend. Und ich hätte wirklich wahnsinnig Lust, bei dir Gesang zu lernen. Aber leider muss ich ja noch 1000 andere Sachen hier in der Musikschule kennenlernen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. You're crawling in my skin. You are my inspiration. I promise I'll never let you go. Though good things happen, dark spirits and